Der Typ ist alleine auf dem Klo und scheißt sich gerade komplett ein. Wozu brauchen wir mehr Männer? Weil das nur eine Falle sein kann! Hat er gesagt, was er will? Ne? Geh du hin, red mit ihm. Nur reden. Er wird irgendein Druckmittel haben. Wenn nicht, mach ihn fertig. Aber ich will dabei sein, wenn er stirbt. Und spar dir dein überhebliches Grinsen. Was hat er mit dir gemacht? An die Wand? Das Beste, was sie gemacht hat. Tja, dann spiele ich auch nicht mit. Ich weiß. Wie geht's? Kann mich nicht beklagen. Ein Stück? Schreibst du noch fleißig? Wie geht's dir? Gut, ja. Ich hatte heute eine ganz tolle Vorstellung. Es war wirklich super. Ja? Ja. Und was? Macbeth. Oh, Macbeth, gut. Gut, gut. Darf ich doch eine Zigarette? Nein, aber wir können doch reden. Was? Das ist doch schon alles gesagt. Nein. Oder hast du eben irgendwas vergessen? So schlimm war es doch gar nicht. Nein, nein, aber es gibt doch diesen Gesetz in Deutschland, dass Schauspieler 2 Stunden nach der Vorstellung einfach nicht zurechnungsfähig sind. Ich bin nicht zurechnungsfähig. Genau deswegen bist du nach Deutschland gekommen. Nein, du weißt, warum ich hier bin. So.
Du fehlst mir. Also, vor 4 Wochen war es doch super. Das hast du dann gespielt, oder? Natürlich nicht. Was ist los? Mir geht's gerade ziemlich gut. Und es wird dir bestimmt auch bald wieder besser gehen. Es kommt gleich ein Auto und der wird mich überfahren und dann bin ich tot. Es wird kein Auto kommen, Jonas. Ah, nein. Sie haben einem Volk die Freiheit genommen mit diesem Knebelvertrag. Sie haben uns die Ehre genommen. Sie haben uns die Besatzungskosten auferlegt. Das werden Sie uns immer schuldig bleiben gegen die bolschewistische Revolution im Inneren. Wir Nationalsozialisten marschieren in die Wahl hinein. An dieses Volk aber glauben wir. Und für dieses Volk werden wir, wenn nötig, bereit, so wie die Tausende von Kameraden vor uns einzusetzen, mit Leib und Seele. Du bist der erste Mann, der sich für mich geschlagen hat. Ach komm. Echt jetzt? Naja. Kann man ja auch. Noch einen kleinen Frischmacher reinziehen? Hast du ein Problem damit? Bist immer noch bei mir unter Vertrag. Nur ein paar Stunden. Dann bist du Geschichte. Bleibst also dabei. Unter Garantie. Ich kann nicht sagen, dass ich dir besonders viel Glück wünsche. Mir kommen gleich die Tränen. Was ein Arsch. Bye, bye. Ich verstehe dich. Fühlt sich scheiße an, wenn man immer nur die Nummer 2 ist. Lass dich bloß nicht so oft, oh. Du bist nur die Nummer 1 von Beckers Gnade und das weißt du auch. Danke, passt schon. Was soll ich sagen? Die Menschen lieben mich. Nicht alle, Marc. Nicht alle. Hallo. Was willst du denn? Ich wollte, wir könnten... Wir könnten was? Hör mal, mach dir mal nichts vor, das war ein Ausrutscher von mir. Du bist nicht meine Liga, okay? Marc? Kommst du? Ich komm nicht wieder vorbei, verstanden? Ich muss mich ja irgendwo festhalten. Ja, das schaffen Sie schon. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier alles soll. Ja, wenn mir der einzige Freund die Freundin ausspannt, das würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Ich hab doch nicht Stefan umgebracht. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das hat für Sie die Kühlung übernommen. Ich hab ihm noch vertraut, ich Idiot. Packt denn natürlich die kalte Wut? Ich hab damit nichts zu tun. Wäre aber ein Motiv. Gut, also Sie waren auf dem Waldparkplatz, hatten Streit, vermutlich um die Frau. Und dann haben Sie wahrscheinlich im Affekt die Tür zugehört. Ja, und nie wieder aufgemacht. Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab mit dem Stefan überhaupt nicht mehr geredet. Wozu auch? War ja eh alles klar. Wieso? Einmal sind sie ihm doch noch begegnet. Aber nur kurz beim Einladen. Da waren die ganzen anderen Kollegen doch auch dabei. Ja, dann haben sie halt gewartet, bis die weg waren. Ich hab danach meine Tour gemacht. Was für Tour? Ja, meine Liefertour. Klar kenne ich den Parkplatz. Ich war da mit dem Stefan. Jetzt auf einmal. Aber doch nicht gestern. Wir haben da oft unsere Mittagspause gemacht, also vor der Sache mit der Franzi. Wo waren Sie gestern? Beim Mittagstisch. Könntest du es auch beweisen? Ja. Da? China-Restaurant Weiwei, ach du je. Der Herr Schneider und Sie haben öfter auf dem Parkplatz Mittagspause gemacht. Wer hat denn das gewusst?
Niemand, das war ja das Schöne. Lydia, die sind von der Kripo. Mirko ist tot. Was? Wie das denn? Wir gehen davon aus, dass er ermordet wurde. Wie lange waren Sie gestern hier? Bis 8. Und Sie? Kurz nach 8. Ich habe den LKW noch beladen, habe dann abgeschlossen. Der Mirko Hanisch war gestern gegen 9:30 nochmal hier. Mhm. Er hat doch gar keinen Schlüssel, oder? Nein, den hab ich. Ich war gegen 8:30 im Tower Club. Weiß ja nicht, falls Sie das wissen möchten. Ich war zu Hause. Alleine. Gab's denn irgendwie Probleme mit Mirko? Nee. War seine Freundin schon? Mhm. Die war seit 6 am Lotto. Sag mal, bist du bescheuert, hierher zu kommen? Was ist mit René? Der hat Krieg, was er verdient hat. Du solltest ihm doch nur das Geld geben, damit er abtauchen kann. Die Polizei hat mir doch alles abgekauft. Der Typ hat doch nicht aufgehört, uns zu erpressen. Das undankbare Arschloch. Ich verstehe ihn auch, verstehst du? Und dann kommt er mir so blöd. Hast du ihn auch noch umgebracht? Das weiß ich. Ich habe ihm eine Lektion erteilt, damit er sein Fress hält. Lass ich mich nicht mit reinziehen. Wer wollte denn das schnelle Geld? Das war doch alles deine Scheißidee. Aber ich wollte doch nicht, dass jemand stirbt. Du bist doch völlig durchgedreht. Ich gehe zur Polizei. Du gehst nirgendwo nach, du. Hallo. Kein Schritt weiter. IT-Branche. Ey, die Zahlen wüscht, oder? Wüscht. Wie wüscht? Überwüscht.